Grüß euch Gott, alle miteinander. Frisch geboren sozusagen, das kleine Welpenbaby, Puppy Dog. Ich modelliere ja nicht nur Babys, sondern mir kommt auch manchmal was anderes in den Sinn und das probiere ich dann ganz gerne aus. Und hier habe ich einen Welpen, frisch nach der Geburt, habe mich daran orientiert, wie kleine Frenchies, also französische Bulldoggen, aussehen. Sie hat natürlich noch zu ihr Augen, das kleine Mädchen. Und jetzt zeige ich sie euch im Detail. Ist schön abgetrocknet, jawohl. So liegt sie da, flach. Fangen wir mal mit der Rückseite an. Da schimmert auch so ein bisschen Rosé durch, weil da haben die meistens noch sehr dünnes Fell. Ich habe sie so gescheckt eingefärbt. Die Ohren hängen noch zu dem Zeitpunkt, stellen sich erst später auf bei den Frenchies. Schauen wir mal, wie schwer du bist. Dafür habe ich extra die Waage hergeholt. Er ist so gewogen. Drauf. Das sind 63 Gramm Geburtsgewicht. Das wäre jetzt schon sehr zu wenig, weil die haben so zwischen 113 und 180 Gramm, wenn sie auf die Welt kommen. Die Frenchies. Und bei der Gelegenheit wollen wir dich auch gleich vermessen. Das sind bis dahin 8,5 cm. Ja, 63 Gramm, 8,5 cm groß. Ein frisch geschlüpfter Frenchie-Welpe. Ich habe mir überlegt, ich werde sie Susi nennen. So eine kleine süße Susi. Ja. So in die Hand, dass sie zwischen den Fingern rausblinzeln. Naja, blinzeln tut sie nicht, aber so rausschauen, dass ihr so ein bisschen sehen könnt, wie der kleine frisch geborene Welpe aussieht. Eigentlich hatte sie so eine kleine Nabelschnur, aber die ist natürlich so dünn und da ist nur noch der Ansatz vorhanden. Das ist mir nämlich abgebrochen. Das ist schwierig, wenn sie so am Bauch liegt, so ein Welpe. Also, dass ihr euch nicht wundert, dass da nichts Längeres weghängt. So, das ist die Kleine. Falls jemand Interesse hat, wie so ein Welpe aussieht, wenn er nicht eingefärbt ist. Ich habe ein Video gemacht, da hatte ich sie noch nicht eingefärbt. Dann lasst es mich wissen, dann lade ich das hoch. Ist nur ein paar Sekunden lang, also keine Minute. Dann mache ich einen Short. Ja? Okay, das war's für heute. Vielen Dank für den Besuch. Ich sag bye bye und bis zum nächsten Mal.